Die Welt steht vor einer Datenkrise. Das Internet hat ca. 20 Zettabyte. Das sind 20 Milliarden Gigabyte an Speicher, die es braucht. Und die Tendenz ist stark wachsend. Seit 2013 haben wir eine Steigerung um Faktor 10 gehabt. Das heißt, vor 2013 hatten wir, naja, deutlich weniger, was wir irgendwie speichern mussten. Und ja, aktuell speichern wir alles auf Festplatten, auf HDDs und auf SSDs. Diese Festplattentechniken sind allerdings nicht ganz so zuverlässig und fallen regelmäßig aus. Nach 3 Jahren sagt man eigentlich, wenn man in einem Server arbeitet, braucht man neue Festplatten. Durch Corona ist natürlich das ganze Wachstum nochmal viel, viel stärker geworden, als es bislang war. Wir wollen alle mehr Digitalisierung. Wir wollen alle, dass alles immer online stattfindet, weil wir Kontakt vermeiden müssen, sofern es geht. Das Problem dabei ist, wir werden bald mehr HDDs verbrauchen, als wir produzieren können. Wir haben HDDs, also Festplatten, wir wechseln die alle 3 Jahre aus, aber irgendwann kommen wir an unsere Produktionslimits ran. Das heißt, wir können nicht mehr produzieren, obwohl wir eigentlich mehr brauchen, und dann können wir keine Daten mehr speichern. Ja, und das ist natürlich ein riesiges Problem, denn wir müssen mehr Daten speichern, um weiter steigen zu können in allem. Das heißt, wir brauchen irgendeine Lösung, um Daten effizienter speichern zu können. Und die Lösung könnte folgendes sein. In diesem kleinen Tube hier könnten 680 Exabyte an Daten sein. 30 von diesen kleinen Dingern reichen also, um das gesamte Internet zu speichern, um diese gesamten 20 Milliarden Gigabyte zu speichern. Das hier ist übrigens ein kleines Eppendorf-Tube und ja, hier passen 1,5 Gramm rein. Doch von was? Also zumindest im Bestfall natürlich. Man kommt noch nicht ganz an diese Kapazität ran, aber 1,5 Gramm, 680 Exabyte, geil. Kann ich mir in mein Handy reinpacken und überhaupt kein Problem mehr. So, ich kann alles in mein Handy reinspeichern mit 680 Exabyte. Was kann man also in diese kleinen Eppendorf-Tubes reinmachen? Nun, im Endeffekt ist das die DNA. Also wirklich wie menschliche DNA oder DNA, die in Pflanzen und Tieren drin ist. DNA, die unser gesamtes Genom bestimmt. Die eigentlich unser Aussehen bestimmt. Und die bestimmt, ob wir, naja, zum Beispiel blaue Augen haben oder vielleicht braune. Und ja, da drin kann man Daten speichern. Und es gibt schon sehr, sehr viele, naja, die diese Technik auch nutzen. Zum Beispiel Netflix hat darauf erst vor kurzem eine ganze Folge von einer Serie gespeichert, nämlich die erste Folge von Biohackers. Habt ihr vielleicht mitbekommen, die Serie an sich mochte ich jetzt nicht so, aber dass sie auf DNA gespeichert wurde, ist einfach der Wahnsinn gewesen. Und auch in Horizon Zero Dawn, ihr wisst, das Game habe ich ordentlich gezockt, da wird im Projekt Apollo das gesamte Menschheitswissen auf DNA gespeichert. Und ja, das Unternehmen, das aktuell oder das für Netflix gemacht hat, nennt sich Twist Bioscience. Die haben das Ganze da auf DNA kodiert und das Ganze auch wirklich wieder auslesen. Der große Vorteil von DNA im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten ist natürlich, wie lange diese ganze Sache eigentlich hält. Denn DNA, wenn sie vor UV-Strahlung, also Sonnenstrahlung, geschützt wird, hält 100 bis hin zu 1000 Jahren die Daten ohne Probleme sicher. Das heißt, die gehen nicht kaputt. Und das bedeutet, wir können da einfach Sachen drauf kopieren und die da drauf lassen. Wir müssen nicht mehr alle 3 Jahre irgendwie die DNA auswechseln. Das heißt, hier drauf können wir Sachen speichern, die bleiben dann da einfach. Und das wäre super, super geil. Doch wie wird das Ganze eigentlich kodiert? Wie soll ich denn eigentlich DNA als Speichermedium benutzen? Ich meine, da ist irgendwie auch unsere DNA, unser Genom drauf gespeichert. Nun, eigentlich ist DNA nur eine Reihenfolge von Basenpaaren. Das heißt, wir haben hier so kleine Aminosäuren, die quasi miteinander Bindungen eingehen. Und in der DNA gibt es 4 davon. Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Also kurz A, C, G und T. Aber die gehen immer eine Bindung ein. Das heißt, 2 von denen kommen immer zusammen zu einem. Das sind Adenin und Thymin und Cytosin und Guanin. Das heißt, AT und GC sind quasi Basenpaare. Und ja, jetzt kann man einfach hergehen und das Ganze so definieren, wie man es braucht. Forscher sind jetzt einfach also hingegangen und haben diese Basen sozusagen definiert, also diese Paare definiert als, naja, AT, also Adenin-Thymin wird als 0 definiert und Guanin-Cytosin wird als 1 definiert. Das kann man aber machen, wie man möchte. Man kann es natürlich auch andersrum machen, also dass man AT als 1 definiert und Guanin-Cytosin, also GC oder CG, als 0 definiert. Das kann man so haben, wie man möchte, und was im Endeffekt bei rauskommt, ist Binärcode.
Das heißt, wir haben wirklich eine 0 und eine 1, die wir in unserer DNA darstellen wollen und können. Also das heißt eigentlich, wie auf eurer Festplatte auch, da gibt es auch eine 0 oder 1. Das sind diese Bits, von denen immer alle reden. Und ja, ein Byte sind 8 Bits und ein Kilobyte sind eben 1024 normale Byte, also 8000 Bits. Und ja, so kann ich natürlich alles einfach darstellen, was ich auch in meiner Festplatte habe. Das heißt, jetzt muss ich nur noch irgendwie das Ganze auch wirklich speichern, also dass es auch wirklich gespeichert wird. Und das ist gar nicht so einfach. Und das ist auch tatsächlich noch das größte Problem dabei. Man kann nicht einfach messen, ob jetzt dort ein Basenpaar AT vorliegt oder ob ein anderes Basenpaar vorliegt. Nein, man muss dafür Enzyme benutzen, biologische Enzyme. Das heißt, ein Enzym muss für mich lesen und ich messe dann, was dieses Enzym da eigentlich gemacht hat. Das Problem ist, diese biologischen Enzyme, die funktionieren halt nur so, wie sie die Biologie auch wirklich hervorbringt. Und ich sag mal so, in der Biologie, sprich in unserer DNA, haben wir jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis danach, einzelne Basen auszulesen. Und deswegen muss das Enzym leider die gesamte DNA entlanglaufen. Sprich, wenn ich Bit Nummer 8096 auslesen möchte, dann muss meine DNA wirklich bei 0 anfangen und die ganze Sache durchlaufen bis zum Ende. Ja, und das macht das Ganze leider sehr, sehr umständlich. Vor einer kurzen Zeit hat es noch fast einen Tag gedauert, um das Wort Hello in die DNA reinzukodieren. Und natürlich, mittlerweile geht das deutlich schneller, denn ja, sehr, sehr viele Wissenschaftler arbeiten hier an neuen Methoden, damit das schneller geht. Quasi die halbe Biologie arbeitet daran, okay, nicht ganz übertrieben, aber es gibt viele, die daran arbeiten gerade. Es gibt zum Beispiel von Twist Bioscience, also die Netflix erste Folge von Biohackers quasi kodiert haben, gibt es die Technik, dass man einzelne Kilobasenpaare, also quasi ein Tausender-Set, immer aneinander reiht. Dass man einfach mehrere Tausender-Sets hat und dort dann eben jeweils ein Enzym. 1000 Basenpaare kann man schon mal ausrechnen und da geht das dann super parallelisiert sozusagen. Das heißt, dass ich eben relativ schnell darauf zugreifen kann. Caltech und IBM arbeiten derzeit an DNA-Chips, das heißt wirklich Chips, so wie wir sie kennen, von Festplatten zum Beispiel, die aber auf DNA basieren. Und ja, gerade diesen April, also im Jahr 2020, kam ein neues Paper, das Random Access, also quasi wirklich zufälliger oder quasi der Zugriff, wo ich möchte, mit sogenannten Enzymatic Nicking gemacht wurde. Und das ist eine weitere Technologie, also ihr seht, da gibt es so viele Technologien, die aktuell entworfen werden, damit das Ganze schneller und effizienter vonstatten geht. Denn ja, 21 Stunden für das Wort Hello ist ein bisschen unpraktisch. Aber ja, die Frage ist natürlich, ist DNA-Speicher wirklich die Speichertechnologie der Zukunft? Aktuell vielleicht noch nicht, aber wir forschen sehr, sehr aktiv dran und bald könnte das vielleicht in unseren Rechnern kommen. Aber davor wird es höchstwahrscheinlich sehr, sehr große Unternehmen geben, die das Ganze in der Cloud anbieten. Das heißt, ich meine, man braucht aktuell wirklich noch große, große Geräte, um sowas zu kodieren. Und die Dinger sind so groß wie ein ganzer Rechner. Super unpraktisch eigentlich für uns. Aber was wir haben, ist das Internet. Und das Internet merkt sich natürlich nicht alle Daten, die wir schicken. Das heißt, wir können zum Beispiel einfach an einen Server, der DNA-Lösungen, also DNA-Speicherlösungen für uns hat, können wir einfach unsere Daten dahin schicken und die kodieren das Ganze dann in DNA für uns, sozusagen als Backup. Und wir können das dann einfach jederzeit wieder auslesen, wenn wir das brauchen. Das heißt, diese riesigen Speichertechnologien, die bei uns wahrscheinlich ganze Räume füllen würden, die sind noch nicht wirklich so ausgereift, dass wir sie zu Hause haben können. Aber mein Gott, wen kümmert es, ob jetzt in der Cloud ein ganzer Serverraum gefüllt wird? Da können wir definitiv drauf zugreifen über das Internet. Unsere Geschwindigkeiten werden auch immer schneller. Und ja, einfach hinschicken, die speichern das für uns und wir können es wieder abrufen. Für Backups also eine super geile Lösung. Hoffentlich wird das auch bald Realität werden. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sich da wirklich was Geiles Neues ergibt. Und ja, verfolgt mich auch gerne auf Twitter. Dort werde ich das wahrscheinlich als erstes posten. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.